Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 12 von Astronier. Da hinten steht unser Auto, da sind wir letztes Mal aus den Bergen zurückgekommen. Wir wollten eigentlich Kupfer, glaube ich, holen, haben aber da gar nicht weggeholt, weil wir da eine Höhle gehabt haben, die haben wir erforscht. Und naja, dann haben wir ein bisschen da die Pipelines gebaut und uns fehlte da ein bisschen was. Da müssen wir irgendwie nochmal gucken, dass wir an das Kupfer kommen, ob die Berge das Richtige war. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Forschungsproben im Paket, im Rucksack, die müssen wir auch noch machen. Das machen wir alles gleich nach dem Intro, ne? Wir sehen uns gleich wieder. So, dann schauen wir mal, dass wir gerade die Forschungsproben da drüben reinstecken. Rucksack auf, Forschungsprobe rein. Ne, das war keine Forschungsprobe. Wo sind die denn? Was ist er? Ach, die zweite steckt da oben. Die machen wir da hin. Was ist das hier? Schrott, Schrott. Weiß ich nicht. Können wir Schrott erforschen oder haben wir ihn schon erforscht? Bin mir da jetzt nicht so gerade sicher. Forschungsprobe ist das auch noch eine. Okay. Achso, die ist schon da hinten eingerastet. Sehr gut. Das ist Erde. Das sind die Lichter. Das ist Feststoffsprung. Bietet 50 Boost. Oh, wir haben keinen Strom mehr, wie wir gerade feststellen. Da sind die Pinne dran. Ja. Die stecke ich mir aber mal lieber dahin. Dann ist da nichts mehr dran. Die Biomasse kann man eigentlich auch hier lassen. Haben wir einen Generator? Ist das ein Generator? Nein, ne? Doch, das ist ein Generator. Gut, dann machen wir das so. Ja, dann würde ich erstmal sagen, soll es da mit dem Rucksack gut sein. Die Lichter lassen wir mal drin. Ach, diesen Booster da. Ich glaube, den lassen wir mal hier wieder liegen. Das war schon alles okay, wenn wir den hier lassen. Die anderen Sachen lassen wir, nehmen wir mit, das passt dann soweit. Gut, dann haben wir das erst wieder. Hatte ich hier nicht eine Forschungsplatte? Ah, ne, die haben wir nachher nochmal daneben gestellt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür der Arm ist, aber das war ja irgendwie Story-Element auch. Das wird schon noch kommen. So. Da geht ein Planet hoch, okay. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir hier unser Buggy nehmen und dann wieder losfahren, ne? Oder? Habe ich den geparkt? Da vorne. Stopp mal, der leuchtet ja schick, oder? Okay, naja, dann. Und einmal einsteigen und rückwärts fahren. Vorwärts fahren. Drehen. Da an dem Berg, der ist zwar riesengroß und da oben ist Harz, aber sonst war da nichts gefunden, glaube ich, oder? Dann fahren wir dann nochmal zu dem da hinten. Hier ist Harz. Auf den Bergen oder in den Bergen? Das ist jetzt die Frage, ne? Hier sieht es jetzt auch nicht danach aus, dass hier sowas ist, ne? Hier ist der Harz, da unten ist auch die Pipeline. Die Pipeline kann man es auch nennen, ne? Die Geschichte mit dem Sauerstoff. Okay, das heißt, hier haben wir Empfang. Toller Empfang, ne? wir gehen nach da. Das passt auch noch. Okay, da hat er jetzt die Verbindung da verloren und zippt darüber. Und jetzt weiß ich nicht. Ah, der geht aber nach da, okay. Das passt erstmal. Ja, da rechts ist irgendwie was am Glitzern. Das könnte unser Material sein, nämlich das Kupfer. T. Aber hier ist gerade so ein unwegsames Gelände, ne? Also unwegsam nicht, aber diese roten Dinger da. Nochmal einen Tee setzen. Äh,
Ein erneutes T. So, jetzt müssen wir mal gucken. Modus umschalten. Kriege ich den A so. So, warte mal, das müssen wir jetzt aber wieder ändern. So, ja. So, da haben wir das, was wir brauchen. Das müsste nämlich unser Kupfer sein, ne, oder? Okay, die Steine sind ein bisschen härter hier. Kriegen wir hier noch mehr Kupfer? Oder war das eine Eintagsfliege sozusagen? Ja. So wie es aussieht, ist hier nichts mehr. Da. Da ist noch was. Da ist noch was. Okay, es ist höher. Und auch hier, ja. So, lass mal gerade hier umschalten. So sieht es doch ganz gut aus, oder? Oh, wir haben kein Dingens mehr, keine Verbindung zum Sauerstoff mehr. War hier, war, okay. Dann passt das schon mal. Eigentlich müssen wir jetzt hier so den Weg dahin bauen, ne? Okay. Kriege ich den so ein bisschen so wieder hin, wie ich das gerade habe? Okay. Nee, das wollte ich jetzt nicht so machen. Geht nichts mehr. Nein, das war jetzt nicht so der passende Weg. So ist schon ganz gut, ne? Ich glaube, wir müssen mich da dann hoch. Da steht unser Auto, auch sehr schön. Okay, das passt jetzt nicht so. So passt es. Ne, hier so. Das Auto. Ah, jetzt habe ich meinen Rucksack aufgemacht. Das wollte ich gar nicht, den Rucksack aufmachen. Nochmal wieder weg. Werkzeug raus. Das ist das Werkzeug ausgewählt und. Na, das war jetzt nicht so prickelnd. Ah, ich glaube, so ist aber schon ganz gut hier. Passt schon, ne? Ja. So, dann haben wir den Weg dahin, wissen, wo wir lang müssen. Ah, ne, das war doof. Bisschen breiter hier. Da
Das sieht schon ganz gut aus hier. Ist das der Weg daneben her? Ja, ne? Ja, hier müssen wir lang. Hier müssen wir lang und da hinten kommen wir dann zu unserem Material noch. Das haben wir alles richtig gemacht, denke ich. Jetzt gehen wir aber in den oder fahren wir, weil unser Auto ist ja hier nebenan, da fahren wir in die Basis zurück. Und schauen zu, dass wir dann Buggy einsteigen. Da ist er jetzt, okay. Kriegen wir das mit dem Fahren? Ja. So, Basis geht's da lang. Und okay, das ist ein bisschen komisch gebaut hier mit dem mit der Ebene, ne? Aber die ist halt gerade so. Steig mal ab. Ist das denn... Irgendwie sieht es so aus, als ob das nicht so richtig gerade ist, oder? Hab ich denn... wenn ich das so sehe, eigentlich... Das ist schon gerade, ne? Das war jetzt falsch. Nochmal schnell das genommen. Ich glaube, jetzt ist es richtig, ne? Ich glaube, eben war das so ein bisschen verkehrt hier, kann das sein? Das war so hoch, ne? Ich glaube, das musste gar nicht so. Jetzt sieht es gut aus, oder? Ja, das sieht doch viel besser aus. So ist doch richtig. Und hier war ja auch noch, dass wir es zumachen müssen, weil da unten war ja noch etwas, was uns vielleicht den Absturz geben könnte dann, ne? So. Okay. Aber das ist schon wieder, ne? Es ist, obwohl, ne, ist nicht ganz so hoch. Kommen da schon hoch, wenn. So, aber dann machen wir hier mal gerade noch ein bisschen Feintuning. So. Und F betreten, rückwärts fahren, stoppen für weit und dann drauf fahren. So, jetzt hat das doch ganz gut geklappt, oder? Hier können wir aussteigen und zum Brennofen. Da liegt schon ganz viel Aluminium, war das, glaube ich, ne, oder? Ach, der geht gar nicht mehr. Weil Plätze schon alle voll, okay. Dann bedeutet das Q und abladen. Wie, nur einen haben wir da rausgeholt? Nee, ne, oder? Ja, dann nehmen wir mal das Eisen darunter, das Aluminium darunter. Müssen das mal hier reinpacken. Machen das damit auch noch. Und das auch dahin. Dann passt das erstmal. Vielleicht muss die Plattform größer werden, ne? Jetzt machen wir was. Schmelzofen. Ich sehe jetzt nicht, was er gerade macht. Aber ach so, doch hier, das ist es. Es ist tatsächlich Kupfer. Wer macht jetzt gerade Kupferarbeiten? Das ist schon mal gut. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann würde ich sagen, wir gucken nachher weiter, was da ist. Feststoffsprung, achso, den haben wir da hingeschmissen, ja, alles klar. Müssen wir dann gucken, was wir aus Kupfer bauen können, was wir wollen, machen mussten, aufgabenmäßig. Und das machen wir aber in der nächsten Folge dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.